Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Multiplayer Shroomland. jetzt habe ich doch nochmal mich entschlossen, also es hat mir jetzt einfach ein bisschen das Spielfieber gepackt, obwohl es schon spät ist, aber ich wollte das jetzt noch irgendwie fertig kriegen. Deswegen bin ich jetzt nochmal eingestiegen. Weil wir hier doch relativ gute Ressourcen noch haben. Und das wollte ich jetzt nicht wieder alles verlieren. So, also deswegen hier nochmal kurz eine weitere Folge. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das ausgeht. Also wir haben, ich suche hier nochmal vielleicht noch Dünger, weil da war relativ viel rumgelegen, als ich das letzte Mal geschaut habe. Und dann könnten wir das Feld noch düngen. Da ist noch eins. Ist das noch lange genug? Ja, das wäre noch lange genug. Okay, dann holen wir uns das. Und wie schaut es mit dem aus? Ja, das auch. Die Hütchen gackern ein bisschen rum. Dann haben wir hier noch. Das wird nicht mehr funktionieren, denke ich, wenn wir das holen. Und das hier könnte noch funktionieren. Also jetzt haben wir drei. Schauen wir mal. Wir haben jetzt drei Dünger geholt. Da kommen nochmal Alpakas an. Die können wir uns vielleicht nochmal holen. Hier wäre noch Dünger, aber dann versprengen wir die Alpakas. Also die drei Dünger, wo wollen wir denn da noch düngen? Hier haben wir schon. Dann würde ich sagen, wir düngen die drei Felder noch hier. Die drei düngen wir noch. Okay. Dann haben wir hier nämlich langsam so unser Gärtchen relativ gut im Griff. Gut, da werden die Echinacea noch gepflanzt. Und jetzt müssen wir hier mal schauen. Da ist jetzt wieder... Ja, wir brauchten wieder unseren Fast Learner. Oh, wir haben nochmal einen Stamm. Zack. Und da ist noch jemand. Ja, jemand älterer. Okay, da sehen wir jetzt die Qualifikation noch nicht, in Anführungszeichen. Also insofern, jo, schauen wir mal, da oben kommt unsere Diplomatin. Diplomat. Schauen wir mal. Ist ein... Energetic, okay, energisch, energetisch, ja, das heißt, das wird schon klappen, aber die Frage ist, kriegen wir hier nochmal einen neuen Virus oder weitere Virusfälle oder, nee, nur müde und auch da und nass. Okay. Ja. Okay, super. So, wo waren wir? Wir waren auf der Suche nach unserem Fast Learner. Focused. Strong Immunity. Er war es hier nicht. Strong ist zwar gut. Kreativ. Logical.
Was du das? Fast Learner. Okay, dann komm doch bitte hier hoch. Ich weiß, ich langweile dich ein bisschen. Zack. Ja, aber ich möchte so schnell wie möglich hier an die Medizin kommen. Und du warst ja generös. Weil dann haben wir jetzt eine Chance, dass wir tatsächlich heute no longer sick. Okay. Aber wir haben andere, die sich dafür anstecken. Also die werden jetzt von alleine zum Teil wieder gesund. Ups, was ist hier los? Er ist weg. Hat sie wieder verdünnisiert. Was ist los? Will nicht. Shit. Jetzt habe ich ihn so mühsam gesucht. Strong. Jetzt ist es ganz jetzt ist es ganz verwaist. Bist du? Nein. Wo ist er? Wo ist unser Fast Learner? Ich glaube es ja nicht. Wir brauchen dich. Fast Learner, hier, shit, der ist krank, der ist infiziert. Ja, das ist jetzt genau unser Problem. Das ist jetzt genau unser Problem. Slow Learner. Okay. Small Eater. Okay. Naja, gut. Okay. Das heißt, wir müssen uns damit mit Slow Learner. Also wir sollten nicht gerade einen Slow Learner auswählen. Da jetzt Strong. Dann machen wir doch dich hier zum. Besser als gar nichts. Tone Deaf. Okay. Oh, Major Infection. Okay, also, tja. Ja, das sehen wir schon. Das bremst uns jetzt einfach ein. Das bremst uns jetzt einfach ein. Wir checken noch mal kurz, ob wir ein paar Pinecones. Nee, brauchen wir nicht checken, weil wenn da welche sind, dann werden sie angepflanzt. Ah, da sind jetzt tatsächlich noch mal welche gepflanzt worden. Wir haben jetzt 2, 4, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Tja, da sind noch mal welche gepflanzt worden. Tatsache. Und wir könnten uns hier noch mal welche holen. Wie viel haben wir denn überhaupt noch hier? Ja. 2, 4, 6, 7. Tja. Jetzt die Frage, wie weit man da noch irgendwie Sapiens schicken können. Um Pinecones zu holen, ne? Was da noch Sinn macht. So, da holt jemand hoffentlich das Alpaka oder auch nicht. Strong lazy, okay. Du lässt es dir gut gehen, abseits von der ganzen Menge, dann kannst du dich nicht anstecken oder bist du eh infiziert. Nee. Ja, das ist vielleicht gar nicht so unvernünftig. So, dann haben wir hier die Speere. Und da haben wir gesagt, die müssen nimmer ein Bone Spear. Ja. Und das andere ist dann wahrscheinlich ein Stone Spear, ja. Die können da liegen bleiben. Die müssen wir uns nicht mehr unbedingt holen. Speere haben wir jetzt mittlerweile so viel. Und wie gesagt, die bleiben ja, wenn sie da in der Landschaft liegen, verrotten die ja nicht. Die bleiben da und werden wieder von den Jägern benutzt, wenn die Jäger rumlaufen und
feststellen, da liegen welche in der Nähe, dann holen die sich die wieder. Also insofern sind die nicht verloren. Die sind nicht verloren. Naja, okay, also, ja. Warum wird da nicht mehr gebraten? Weil unser Ding wieder mal zu Ende ist. Wir brauchen wieder Äste, Scheibenkleister. Select und Äste. Ja, Leute, es tut mir leid. Ich will euch da nicht über die Gebühren beanspruchen. Im Moment geht es euch wieder ein bisschen besser. Aber wir brauchen Äste. Wir brauchen Material. Sonst gibt es kein Essen. Das ist auch blöd. Ja, jetzt wenn unser Fast Learner hier ausfällt, dann tun wir uns ein bisschen schwer hier mit rechtzeitig fertig werden. Okay. Naja, gut. Ich würde sagen, wir brauchen noch ein bisschen Vitamine. Wir holen uns nochmal Orangen, wenn wir schon dabei sind. Dann holen wir nochmal Orangen zum Essen. Okay, das Düngen, das Düngen. Und das heißt, wir brauchen zwei Dünger, wenn wir irgendwo welche finden. Ja, hier oben. Ja, das ist schon sehr grenzwertig und der wahrscheinlich auch. Ja, der könnte noch klappen. Wie schaut's? Ja, da drüben liegt noch mehr. Aber die beiden reichen uns. Okay. Dann holen wir uns noch die zwei Dünger, damit wir hier nachdüngen können. Beim Nachdüngen, damit die Bambus nachwachsen. Oh, da haben wir schon Dünger. Wir hatten scheinbar noch Dünger vorrätig, hm? Aber hier haben wir keinen mehr. Okay. Gut, das heißt, wir haben noch einen Dünger über. Können wir den nur irgendwo verwenden? Rich Soil, das ist alles Rich Soil. Hier scheint auch alles okay zu sein. Ja. Also im Moment hängen wir wieder hauptsächlich in der Forschung. Hier in der Medikamentenforschung, in der Materialforschung, in der Biologie. Also wir machen eine breit angelegte Forschung. Hier ist die Lebensmittelforschung. Ja. Gut, schauen wir mal. Das heißt, wir haben hoffentlich dann demnächst die großen Durchbrüche in allen Disziplinen. Ja, es tut mir in der Seele weh, hier die Leute liegen zu sehen und die sind krank, ne? Das ist schon blöd. So, die Alpakas lassen wir am besten da drinnen, weil die halten sich nur relativ lange. Das ist noch okay. So, wir können nochmal beim Nachbarn, wenn wir jetzt gerade ein bisschen Zeit haben, dann schauen wir doch mal beim Nachbarn vorbei, ob sich da wieder irgendwas getan hat. Ich glaube, am einfachsten sehen wir das am Komposter. Ja, da hat er aufgeräumt. Das heißt, der war irgendwann mal
Der war irgendwann auch mal online. Oder sie. Ich weiß es ja nicht, weil hier sieht man, der Komposter, der produziert und da war letztens etliches rumgelegen. Boah. Und ich glaube, er oder sie macht es hauptsächlich mit Heu statt mit Beetroot Seeds. Obwohl sie hier, er oder sie hier genügend Beetroots hätte. Ja, aber das merkt man schon. Das ist ein sehr, sehr strikt organisiertes Dorf hier. Wirklich schön angelegt. Ja, gut gemacht und gut organisiert. Man sieht das hier mit den Beeten. Das ist also toll, 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 toll. Passt, gefällt mir. Und war auch scheinbar hier. Weil, wie gesagt, das ist so der Normalfall. Ja, da war das letzte Mal eben auch alles rumgelegen hier. Da sieht man, wie das alles hier hochpoppt, ne? Und tja, wir besuchen vielleicht mal den Nachbarn da hinten. Schauen wir mal da. Ja, das ist auch, sieht man. Der hat immerhin schon, er oder sie hat schon Kokosnüsse. Da sind Fackeln im Werden. Da brennt noch was. Das heißt, da muss vor kurzem noch was gewesen sein. Aha. Ja, weil sonst würde das Feuer nicht mehr brennen, denke ich. Ja. Also hier tut sich schon was, aber es ist eben ein ziemlicher Zufall, dass man gerade zufällig zur selben Zeit am Surfer ist, ne? Also man müsste sich das wirklich vereinbaren. Man müsste sich da irgendwie gemeinsam absprechen. So, wie schaut es denn hier aus? Aha. Naja, da ist jemand wirklich in den Anfängen. Okay, Beetroots, Orangen, immerhin. Das wird schon. Das kann der Knoblauch in der Nähe, super. Sonnenblumen, ja, die fehlen uns auch noch. Die sind im Moment nur Dekoration. Also nicht wirklich. die haben da nicht wirklich einen Sinn. Wobei ich eigentlich auch sagen würde, da ist noch jemand. Oh wow. Steine, das ist ja mal auch ein Lager, schon Keramik. Ah, hier ein bisschen unfertig oder weiß ja nicht, bewusst so gehalten. Nee, das ist im Bau. Das ist im Bau. Okay, aber hier Ton und jede Menge Steine. Ja, auch okay. Ja, da hinten, da tobt der Bär scheinbar. Da tobt der Bär, da sind wir auch. Ja, gut, wir zoomen uns mal zurück. Also da war der, den wir eh schon besucht haben. Da hinten, da, 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 da. Also da ist einiges geboten. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ist jetzt nur so ein Gefühl, dass da in letzter Zeit noch ein paar dazugekommen sind. Ja, der ist auch in den Anfängen, oder sie? Lagerfeuer brennt nicht mehr. Da ist das. Das ist der. Den haben wir schon mal besucht. Das ist der, der ist am weitesten. Also das ist sozusagen, ich vermute mal, das war einer der oder die erste. Was haben wir hier? Ja, das ist auch schon ziemlich. Oh, wow, ja, das ist auch schon ziemlich weit. Mit Zaun außenrum. Okay. Und Lager. 48 Rotten Hay. Okay. Das ist nicht mehr ganz fertig geworden. Aber da brennt auch das Lagerfeuer noch. Also da, und da hat auch jemand schon Tall Pine Tree.
Das ist ein normaler Pine Tree, kein Tall. Da brennt noch das Lagerfeuer. Also da war auch vor kurzem noch jemand da, denke ich. Tja, da sind wir. Wo ist dann noch was? Da hinten ist unser Freund. Da ist noch jemand im Tal. Oh ja, das ist auch geschickt gemacht, auch am Hang hier mit Metall. Aber ich habe noch nicht gesehen, dass jemand Metall hat. Also die Metallverarbeitung hat noch keiner. Aber der auch Speere, gutes Lager, Heu draußen, Komposter, ja, Schüsselchen, okay, wahrscheinlich Medizin. Hier Lager, okay. Das ist auch eine interessante Art, ein Lager zu bauen, finde ich. Ja, schön. Oh, hier schon Fliesen, wow. Und was ist hier? Rotten Elderberries oder wie? Ja, Rotten Elderberries. Und hier ist schon Rottenmedizin. Ja, also da hat schon jemand Medizin entwickelt. Okay, und hier die Sapiens. Wow, das ist ja meine Halle. Und auch so mein Trick mit, ich stelle eine Wand hin und baue dann viele Dächer drüber. Das ist auch witzig. Ja, da ist noch jemand, der so ein bisschen. Und hier schon die Gärten, ja, okay. Elderberries, oh wow, ja, das ist auch gut organisiert hier, ne? Also der Vorteil ist, wenn man das nicht so wie ich anbaut. Ich meine, wenn man größere Flächen an Rich Soil hat, dann kann man das natürlich so machen. Zwei Vorteile. Die Felder sind nicht so schnell ausgelaugt, wenn da nur zwei Pflanzen drauf wohnen oder drei oder vier. Und der zweite Vorteil ist, wenn ich jetzt da selektiere, dann kann ich da bequem zählen, abzählen, ne? Also das ist ja immer das Problem, das ich habe, wenn ich da die so eng aneinander pflanze, so eng wie möglich, dann habe ich ja das Problem, dass ich immer gleich, wenn ich die Maus ein bisschen ruckel, dann gleich fünf mehr kriege, als ich eigentlich will. Oh, und hier ist schon Stein. Da ist schon Steinhaus mit schindelgedecktem Dach. Ja, das ist natürlich schon weit gediehen. Okay, und hier wird schon das nächste gebaut. Ja, also das ist weit. Und da hinten ist der andere. Also die hier im Tal entlang, die sind scheinbar schon relativ weit. Da waren wir da schon. Nee, da waren wir auch. Wow! Wow! Eieiei! Oh lala, das nenne ich ja mal hier. Okay, das ist ja genau. Ja, hier mit Palisade. So ungefähr stelle ich mir das im parallelen Stream vor. Auch so mit einer Stadtmauer außenrum, aber das ist ja schon wirklich weit gediehen. Und die Wege nicht nicht aus Erde gestampft, sondern aus Stein. Das ist ja edel. Und hier so einen zentralen Bereich. Auch Komposter, der auch hier poppt wie wild. Da ist auch vor kurzem erst jemand da gewesen, weil das Lagerfeuer noch brennt. Und hier die Sachen noch nicht verrottet sind, ne? Wie macht er denn das? Rotten Bananas. Ach so, das ist wahrscheinlich Zufall. Rotten Oranges. Okay, ja. Rotten in a few years. Also ich denke, dass schon eine Zeitl keiner mehr da war. Aber ja, und er oder sie hat hier schon Holz, voll Holz. Ja. Ja, das ist eine tolle Siedlung hier. Ja, doch. Das ist super. Und hier nochmal. Ja, also da wird schon was. Oh wow. Und hier Werkstätten. Ja. Die brennen. Und das erste Metall. Okay. Ja, also es gibt hier auch schon Metall. Interessant. Interessant. Also das ist super. Und ein riesen Holzlager. Äste, Holzlager. Wow, hier auch Holzlager.
Und man sieht schon, ja, da der Wald, der ist wahrscheinlich auch nicht so gewachsen, sondern mindestens der hier ist wahrscheinlich gepflanzt, ne? Und hier war auch gepflanzt. Ja, also das ist toll. Das ist toll. Also da muss ich sagen, yo, das ist schon ziemlich weit gediehen. Wie schaut es hier aus? Okay. Ja, da ist einiges im Wachsen. Und ein großes Gebäude. Okay. Die Sapiens schlafen da noch draußen. Das Gebäude ist im Werden. Das sieht relativ neu aus. Okay, auch gut. Also, ja, macht Spaß. Multiplayer, echt macht Spaß. Mein Favorit ist jetzt im Moment, also der am weitesten ist, oder die, das ist hier, das da denke ich, war das. Nee, war es nicht. Da ist noch, ja, das, oh wow, das ist auch, hui, schön angelegt. Da habe ich einfach, zu sowas habe ich einfach kein Talent, ne? So ja, für ein bisschen das Gefühl für Raum und für Proportionen und so weiter. Da ist gleich das nächste. Okay, die haben sich verabredet. Ja, die machen es auch so mit dem Bambus. Ja, okay, und den Wald. Schön zu sehen, dass die Ideen recht ähnlich sind, ne? So, hier. Ja, hier auch. Also hier, wow. Ja, hier in der Ecke sind überhaupt die ziemlich weit gediehen sind schon, ne? Schauen wir mal hier. Geht es immer noch weiter in die Richtung, dass je weiter man hier hinkommt? Nee, das ist okay. Okay. Da flaut es schon wieder ab. Also ich habe so den Eindruck, dass hier das Epizentrum so ein bisschen ist. Das waren die ersten, die hier gesiedelt haben, wahrscheinlich. Die sind natürlich schon am weitesten. Das ist der, ja, den haben wir schon gesehen. Ja, dem. Ja, okay, also da müssen wir uns ein bisschen nach der Decke strecken. Und da sind jetzt unsere Sapiens schon im Bett. Tja. Irgendwie hat es mit dem Lagerfeuer. Ich muss. Shit. Wir haben jetzt hier noch vier, die werden aber nicht mehr gebraten, das ist das Problem. Vier. Wir versuchen es. Jedes, was noch gebraten wird, hat eine Chance, länger zu halten. So, das ist, und das ist auch noch nicht. Da kommt noch einer. Er hier. Da haben wir auch noch einen. Der kommt gerade nicht. Hätte mich jetzt interessiert, wie weit man hier sind mit den Medikamenten. Deswegen hätte ich das ganz gerne noch gewusst, wie weit das hier gediehen ist. Aber da sieht man schon rot, 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 rot. Das ist nicht gut. Wir brauchen dringend Medizin. Das ist wahrscheinlich das Dringendste, was wir jetzt im Moment brauchen. Und du da unten, oh wow. Ja, das glaube ich, dass du Hunger hast. Komm mal hier hoch. Also hier drüben, das da und die da hinten, das sind die Hotspots, denke ich. Das sind die Hotspots. Die müssen wir also ein bisschen im Auge behalten. Mal schauen. Mal schauen. Und tja. Da sitzt. Ja, finde ich auch. Wir haben noch Beetroots, wir haben noch Flaxseeds. Haben wir eigentlich die Flaxseeds schon wieder freigegeben zum Essen? Flaxseeds. Ja. Aber die mag scheinbar im Moment keiner.
Ja, okay. Ich meine, die erhalten sich noch ein bisschen, also insofern. Und das hier ist auch noch nicht gediehen. Das ist ein bisschen blöd, weil wir können noch keinen Komposter bauen. Das ist blöd. Ja, und er hier kommt auch nicht hier hin. Schläft wahrscheinlich schon. Ah, ja, also im Moment muss ich sagen, bin ich da ein bisschen schaumgebremst. Das ist noch, wir haben noch ein. Wie lange geht das? Verrottet demnächst. Und wir haben jetzt einen Todesfall. Okay. Wo können wir denn das Düngen noch machen? Sollen wir das hier noch machen? Ja, düngen wir das hier noch. Vielleicht klappt es ja noch, bevor das verdirbt. Besser als nichts. Ja, und es wird tatsächlich, hier werden tatsächlich noch die Sachen gebraten. Das ist super. Weil dann haben die Chance, ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal online sein kann. Das kann noch ein bisschen dauern. Einen Tag, vielleicht auch 5 Tage. Und der ist sehr, sehr müde und hungrig. Okay. Ja, du hast die Hälfte der Strecke hast du schon hinter dir. Wieso bist du auch da unten und gehst nicht heim? Das verstehe ich nicht. Kaum ist man mal einen halben Tag nicht da, schon machen die Sapiens Blödsinn, ne? So, jetzt ist die Frage, verdirbt es hier, wenn es liegt? Und schon vorbereitet ist, verdirbt es dann noch oder nicht? Gute Frage. Ah, Knoblauch. Unser Knoblauch ist reif und ein paar Echinacea. Jetzt ist die gute Frage. Zweigen wir schon was ab für Medikamente? Macht eigentlich nur keinen Sinn, weil die Forschung noch läuft. Also ich würde sagen, wir verkneifen uns das noch. Wir ernten die. Und bauen die auch sofort wieder an. 11 Stück Knoblauch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, elf. So. Da mal ein Echinacea, das ernten wir natürlich auch und wir pflanzen es, auch wenn es jetzt keinen großen Sinn mehr macht. Das heißt, wir könnten noch warten bis zum nächsten Morgen. Wir können ja beschleunigen, weil wir im Moment alleine hier sind. Ja, dann kann man hier sogar mehr Echinacea noch. So, jetzt ist morgen. Dann können wir die hier sogar noch mal vermehren. Immerhin 21. Ja, super. Damit hätten wir bei den Echinacea fast die Sollstärke erreicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. 20, 21. Ja, und hier müssen wir sofort wieder düngen. Hier müssen wir sofort wieder düngen. Und das heißt, wir brauchen Dünger. Und hier müssen wir auch noch düngen. Ich glaube, das muss man immer. Manche Sachen muss man tatsächlich zweimal düngen, habe ich das Gefühl. Breakthrough nearly complete. Okay. Welcher denn? Ist es er hier? Ja, das ist er hier, unser Komposter. Sehr gut. Der Komposter ist wirklich gut. Der Komposter ist der bringt's. Das sieht man auch, weil alle anderen haben den auch. Also Komposter ist einfach ein Muss. Ohne Komposter ist man einfach aufgeschmissen. Man kann hier zwar, oh wow. Ja, hier sind Composting. Okay.
So, das heißt, wir haben hier den Komposter. Trotzdem würde ich jetzt hier unten die Echinacea noch gerne so düngen, wenn ich hier Dünger finde. Ja, das ist schon ein bisschen weit weg hier. Wie lange hält denn der noch? Ja, der geht noch. Ist blöd, wenn ich die Sapiens so weit schicken muss. Es tut mir leid. Was ist das? Ist das Dünger? Oder ist das ein Flint? Das ist ein Flint. Und das hier ist auch ein Flint. Okay. Ja, das ist der eine Kompost reicht ja für das Echinacea-Feld. Gut, wir bauen jetzt als erstes sofort einen Komposter. Und dann würde ich die Seeds hier tatsächlich raustun ins Freie. So, wo bauen wir den Komposter? Gute Frage. Wo bauen wir den? Hier will ich noch mein Lager hinbauen. Hier unten irgendwo. Ja, jetzt kommen die Breakthroughs, jetzt kommen die Durchbrüche in der Forschung. Ich überlege jetzt gerade, hier unten werden wir unser Bambus hinbauen. Das heißt, wir kriegen hier Bambus-Seeds. Und da oben haben wir die Beetroots. Das heißt, der Komposter würde hier irgendwo Sinn machen. Jetzt schauen wir mal, ob wir den wirklich bauen können. Ja, können wir. Komposter bin. Aber wo? Hier. Hier und hier. So, wir bauen zwei. Medizin. Oh ja, super. Das heißt, wir haben jetzt hier eine. Ja, die ist schon weg. Die ist schon weg. Da wird schon jemand behandelt. Ja, das ging jetzt doch schneller, als ich dachte. Dann hätte ich mir vielleicht die Echinacea und so weiter doch noch aufgehoben und die Knoblauch. Aber okay. Jetzt haben wir hier, wie viel Knoblauch? 21 wahrscheinlich, ne? 22 Knoblauch. Das heißt, wir können, und die Echinacea haben wir sowieso ziemlich viele, 40 mindestens oder so, 53. Okay, ja, jetzt geht Schlag auf Schlag, das ist ja super. Das ist ja echt super. Das heißt, wir ernten nochmal hier die, Beetroots gleich ab. Select und ernten. Grain Grinding. Yo, super. Und dann würde ich sagen, wir machen hier einen kleinen Speicher und sagen, oder hier und hier. Und da sagen wir Seeds. Seeds und hier auch Seeds. Seeds. Und dann räumen wir da oben die Seeds leer. Ja, weil da liegen jetzt schon die, da kommen schon die Dinger rein. Remove die Beetroots. Und unterm Dach sind die natürlich jetzt, jetzt räumen die das da auf, ist okay. Und tragen es hoffentlich hier runter. So, und was fehlt hier? Woodworking. Wir haben niemanden mit Woodworking. Okay. Dann brauchen wir da natürlich sofort jemand. Rose. Woodworking. Wir haben doch hier Woodworking. Wo bist du? Ah, krank. Du bist krank. Und die Nummer 2 ist da. Ist das du? Du bist Woodworking, oder?
Ja, du bist Woodworking. Also wir haben jemanden, bloß halt im Moment noch nicht frei. Aber das können wir jetzt schnell ändern, indem wir hier sagen, priorisieren. Woodbuilding. Oh, Woodbuilding. Wir brauchen jemanden mit Woodbuilding. Okay, da haben wir jetzt. Ah, die ist pregnant. Okay. Ja, dann tun wir da jetzt einige zuordnen. Okay, da muss jetzt jemand lernen. Das ist okay. Ja, und hier muss auch gleich wieder gedüngt werden. Das ist das, was ich meine, wenn man das so eng aneinander baut, dann ist das natürlich. So, das ernten wir natürlich auch gleich noch ab. Und hier gleich düngen. So, er düngt das. Und. Ja, jetzt brauchen wir noch mal einen Dünger. Ja, what's in a few days? Das passt, der ist noch gut. Und da schaut es da aus. Very soon. Ja, schon ein bisschen riskant, dass wir den da hochtragen. Und dann ist er verrottet, bevor der ankommt. Ne? Very soon. Very soon. Okay, ja, das ist alles nicht so optimal. Hier haben wir Flint. Oder? Ja, das ist alles Flint. Hier oben sind doch so viele Alpakas. Da muss doch jetzt Dünger ohne Ende sein, oder? Few days, okay. Holen wir uns das noch. Ja, da liegt schon was. Mir gefällt dieses Rot nicht. Das Rot gefällt mir einfach nicht. So. Also hier nochmal düngen. Da muss man, glaube ich, immer zweimal düngen. So. Und hier haben wir jetzt die Seeds und die macht jetzt die Komposter. Okay. Ja, und dann ist jetzt die Frage, wo düngen wir noch? Wir haben noch einen Dünger über. Das ist noch Rich Soil. Also insofern. Tja. Wir könnten unser Beetroot noch ein bisschen weiter ausdehnen dann bei Gelegenheit. Ja, dann düngen wir halt das noch. Okay, so. Ja, das heißt, wir haben jetzt Medizin und wir warten jetzt tatsächlich auf Knoblauch und Echinacea. Und Elderberries haben wir. So, das ist frei. Dann können wir hier sagen, accept all. Und natürlich freigeben. So. Genau. Und wie schnell verrotten jetzt hier die Samen? In a few days. Okay, also deutlich schneller. So, und da haben wir unseren Komposter. Und da haben wir unseren Wald. Der ist jetzt. Oh, der ist auch voll. Okay, da sind jetzt alle da. Haben wir noch haben wir noch Pinecones? Kalemon OP. Pinecones. Einen haben wir noch. Dann bauen wir den natürlich noch an. Ist ja klar. Pine Tree. Zack. Den bauen wir hier noch an. Der passt noch hin. So, und dann würde ich sagen, erntet man da mal noch ein paar Orangen, wenn wir da noch welche haben. Zack. Um vielleicht ein bisschen Vitamine noch mitzunehmen. Und hier würde ich auch düngen. Und da würde ich auch düngen. Ja. Habe ich ganz übersehen. Hätte ich vorher hier das da. Mal schauen, wie viel Dünger wir noch haben. Ja, okay, das ist gedüngt, wichtig, damit das gleich nachwächst. Und hier haben wir Rich Soil. Okay. Tja.
Da ist wieder mal unser Lagerfeuer aus, weil wir keine Äste mehr haben. Das ist echt ein bisschen tragisch, aber wir haben hier noch keine Äste, weil es nicht schnell genug nachwächst. Das heißt, wir müssen hier oben wieder welche holen. Wenn denn. Ja. Machen wir das mal so. Okay. Ja, wir könnten auch Holzstämme verwenden für Feuer, aber dazu sind sie mir echt zu schade, weil die brauchen einfach zu lange zum Wachsen. So, dann ist hier die Frage, wie viel Speere haben wir? 35 Bone Spears. Wie viel Knochen haben wir hier noch? 41 Bones. Das heißt, wir können, das kann man, zack, da haben wir jetzt alles gemacht. Wir machen noch mal Speerspitzen. Machen wir ruhig nochmal 50. Und dann können wir auch. Wie viel Flachs haben wir denn? 44. Dann können wir hier auch nochmal 50 Speere bauen. Allerdings müssen wir dann schauen, dass wir genügend Äste haben. Das ist jetzt hier der Engpass. Die Äste sind der Engpass. Da müssen wir schauen, dass wir noch mehr. Wir müssen dringend schauen, dass wir noch mehr Bambus anpflanzen. Und das können wir auch, indem wir hier, klar, warum aber da bin ich da nicht schon früher drauf gekommen, haben wir hier Bambus-Seeds, nee, Beetroot und Flachs. Wir müssen da einfach noch mehr Bambus anpflanzen. Damit wir unsere Astproduktion vervielfachen. Jo. Und da sind schon die ersten Sachen im Komposter und der braucht noch mehr Rotten Items. Die kriegt er aber. Okay. Wie schaut es denn eigentlich mit Heu aus? Ah, ja, da haben wir eh. Wait, 50 Rotten. Also da haben wir einiges, was wir jetzt verkompostieren können. Das ist gar nicht schlecht. Das heißt, unsere Komposter werden relativ schnell die Arbeit aufnehmen. Dann haben wir jetzt hier schon die Bambus-Seeds und dann pflanzen wir hier mal Bambus. So, ich denke, das dürfte erstmal fürs Erste reichen. Und da müssen wir hier natürlich schauen, Säul, das ist alles Säul, das müssen wir aufwerten, möglichst. Aber sobald unsere Komposter laufen, wird das funktionieren. Und mit den Bambus haben wir sowohl Äste als auch Seeds, Samen. Und dann passt es, denke ich. Da braucht man noch Getreide. Und das können wir jetzt auch noch vermehren. Ja, machen wir das doch. 23 Getreide. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4. Das heißt, 19 können wir anbauen. Zwölf.
13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19. Okay, schauen wir mal, wie sich das ausgeht. Genau. Und wir müssen schauen, dass wir hier genügend. Wie viele Faustkeile haben wir denn? Ja, da haben wir jetzt ein paar. Hearthstone Axeheads und Flint Axeheads. Okay. Die können wir jetzt mal erforschen, damit wir Hatchets kriegen. Und das sind noch Coconuts. Outside. Very soon. Dann sollten wir die umlagern, verdammt mich. Das habe ich wieder total übersehen. Dann tun wir hier Coconuts hin. Coconuts. Und da tun wir die weg. Bevor die, ich meine, wir können sie jetzt kompostieren, also sie sind nicht ganz verloren. Aber es ist natürlich nicht so gut. Wie viel haben wir denn hier? 9. Sollen wir die noch anpflanzen? Ja, wir können da noch ein paar anpflanzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Pflanzen wir einfach noch ein paar, wenn das noch klappt. So. In a few days. Okay. Sind die, ach, die sind schon Ratten. Okay. Ja, shit. Das war nicht so gut. Okay. Ja gut, dann war das jetzt umsonst. Dann können wir hier noch. Dann ernten wir hier noch ein paar, damit die wenigstens nachgepflanzt werden, die wir jetzt gepflanzt haben. Okay, so, unser Weizenfeld wird erweitert, das passt. Und wir schauen mal, hier bleibt auch nichts übrig. Okay, super. Ja, okay. Wir sollten mal schauen nach Metall. Also wir haben hier nichts, wir haben hier drüben Kupfer. Was uns fehlt, ist Zinn. Das ist blauer Sandstein. Haben wir hier oben irgendwo Zinn? Hier hinten. Irgendwo war doch Zinn. Da nicht, da auch nicht. Da ist es. Bisschen weit weg. Bisschen weit weg. Gut, Zinn brauchen wir nicht so viel. Und ich denke, wenn wir da mal großflächiger abbauen, kommt wahrscheinlich das eine oder andere nochmal zum Vorschein hier. Rock. Sand. Okay. Naja, die Krankenlage verbessert sich langsam. Und da fehlen uns jetzt Seeds. Okay. Da haben wir keine mehr natürlich. Hier haben wir auch keine mehr. Dann müssen wir uns tatsächlich da oben noch welche holen. Oder da drüben, was ist näher? Ich würde sagen hier oben. Samen, holen wir uns da noch Samen. Tja, und sobald hier dieser Wald aufgewachsen ist, kann man die nächsten
die nächsten Behausungen hier bauen, damit wir unsere Sapiens endlich mal komplett in überdachte Behausungen kriegen. Ja, und wir haben wieder keine Äste. Verdammt, die sind schon wieder durch, die Äste. Das geht so schnell, wenn wir gleich, wenn wir wenn wir Speere produzieren und heizen, damit dann sind die Äste in 0, nix weg, ne? Das heißt, wir müssen uns hier nochmal bedienen. Solange wir hier noch in der Nähe was haben, ist ja gut. Das sind die beiden Pine Trees, die Talls. Auch die haben noch nichts. So, jetzt schaut es aus, als hätten wir da genügend Samen für die Bambus. Okay. Und dann schauen wir mal, wie schaut es mit unseren Kompostern aus. 17 Stunden, 22. Also das wird jetzt gut sein. Das ist auch outside, deswegen verrottet es so schnell. Ist das inside? Wenn ich da jetzt einen Speicher baue, groß wird, kann ich nicht bauen. Ich kann den nicht greifen. Doch hier. Seltsam. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Das ist. Ja, wir brauchen da oben auch noch mal ein Lager. Das Lager müssen wir auch noch mal vergrößern hier. Ja. Wir haben hier noch Orangen, aber fast keine Alpakas mehr. Und ich möchte die Alpakas ehrlich gesagt im Moment auch nicht zerlegen, weil die sich hier in dem Zustand am längsten halten. Das heißt, wir holen uns noch mal Orangen. Gehen natürlich ein bisschen das Risiko ein, dass wir dann irgendwann keine Orangen haben, wenn wir sie dringend brauchen. Aber wir haben hier noch Kokosnüsse. Und wir haben noch Flachssamen, die auch noch nicht gegessen sind. Ja, die essen sie schon jetzt hier, die Flachssamen. Aber halt noch nicht so in dem Ausmaß. Ja. Na gut, und ansonsten warten wir jetzt eigentlich nur im Moment darauf, dass Knoblauch und Echinacea noch mehr nachwachsen. Ja, da haben wir jetzt Echinacea, hätten wir. Ist jetzt die Frage, ob ich da nochmal welche ernten soll. Ja, mache ich, weil die wachsen eh jetzt wieder. Die fünf können wir nochmal vermehren. Einen brauchen wir eh noch, dann pflanzen wir vier. Eins, zwei, vier. So. Und dann brauchen wir hier noch meine Fackel. Garten, damit wir auch ernten können, wenn es Nacht ist oder schon fast dunkel. Okay.
Ups. Gut, da sind jetzt schon ein paar nachgewachsen. Das heißt, wenn die aufwachsen, was ein bisschen dauert, weil wir hier keine Ridge-Säule haben, nur Säule, dann haben die auch gleich Äste. Warum werden die nicht gepflanzt? Weil es zu dunkel ist. Okay. Oder wird die Fackel gebaut? Vielleicht haben wir Glück und das klappt noch. Auch für die Echinaceas. Dann tun wir hier auch nochmal eine Fackel hin. Hier an die Ecke. Und hier unten beim Komposter. So. Ja, wir haben wieder ein paar Äste. Das ist der Vorteil. Aber warum die hier manchmal so stehen und sich blockieren, weiß ich nicht. Da habe ich das Gefühl, wenn man die mal umsortiert, dann entspannt sich das plötzlich. Oder auch nicht, die warten auf irgendwas. Keine Ahnung auf was. Ja, der Brennofen da oben, der braucht eben auch Äste. Das stimmt. Der Brennofen hier, der braucht ziemlich Brennmaterial. Das ist das Problem. Gut, da brauchen wir noch eine Kokosnuss. Das heißt, da müssen wir noch mal ernten. Ah, jetzt wachsen die hier. Sehr gut. Und schön wäre es, wenn wir hier noch die Fackel kriegen würden. Und hier. Obwohl es gleich Nacht ist. Und hier. Oh, da haben wir noch Neuankömmlinge. Okay, das ist die Frage, ob das noch klappt heute. Ja, da kommen schon die Diplomaten. Ja, zwei ältere. Aber da bin ich mal gespannt. Vielleicht haben wir noch einen Fast Learner dabei, obwohl wir die jetzt auch nicht mehr wirklich dringend brauchen. Schauen wir mal. Das ist eh die letzte Schandtat für heute dann. Und es ist auch wieder deutlich grüner hier drin. Wir haben noch ein paar Kranke hier. Und da. Aber ansonsten ist schon wieder deutlich grüner alles. Da kriegen wir noch Äste morgen. Okay. Das sind die beiden. Der ist nicht infiziert und der auch nicht. Okay. Und strong. Und der ist energetic. Okay, ja, okay. Also kein Fast Learner, aber. Na, ist okay. Braucht man auch nicht unbedingt mehr. So. Okay, unsere Fackeln hier sind noch in Betrieb genommen. Super. Dann ist jetzt die Frage, das Getreide würde noch klappen mit Anbauen, aber ich denke mal, ja, die gehen jetzt alle ins Bett. Da haben wir noch eine Kokosnuss, die gepflanzt wird. Das haben wir nicht mehr geschafft. Okay, da gehen jetzt die letzten dann auch ins Bett. Hier ist noch die Brenngeschichte, Investigating. Der brennt noch die Amphore. Und hier haben wir noch die letzten, die was essen, denke ich mal. Und dann ins Bett gehen. Ja.
Okay. Schlafen alle? Passt alles? Sieht gar nicht so übel aus. Ich glaube, wir kommen ganz gut voran. Und die meisten sind wieder gesund oder auf dem Weg, gesund zu werden. Und wenn wir jetzt das nächste Mal Knoblauch ernten können und können 5 oder 6 Medizin brauen, dann glaube ich, kommen wir auch hier voran. Oh, connected. Hi. How are you here? Hello. Okay. Wie kann ich antworten? Chat. T ist gleich Chat. Okay. Groß T ist gleich Chat. Ah. Hi. Jetzt ist er wieder raus. Okay. Okay, ja, also wir schauen mal das nächste Mal vielleicht. Gut, dann würde ich sagen, nette Überraschung, jetzt weiß ich, wie der Chat auch funktioniert hier. Dann würde ich sagen, ja, wie immer, wir treffen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und vielleicht kriegen wir auch Kontakt zu einem oder dem einen oder anderen hier. Mal schauen. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bleibt spannend, würde ich sagen. Bis dann.